Skip Hills, sehr entspannt. Unten links war am besten gelaunt. Und damit hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, aus dem Level. Applaudiert euch mal selber, ihr seid klasse. Hallo, hallo. Ja, 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 danke, ja, ja. Sehr gut. Schön, dass ihr da seid, freuen wir uns sehr. Weltmeisterschaftsfinale. Wir haben die Top 8 in den letzten beiden Tagen ermittelt und heute ermitteln wir den Weltmeister. Ja, wir haben ein krasses Line-Up dabei. Wir haben dankbarerweise auch noch einen Europäer, der hier direkt aus dem Level mitspielt. Der gute Skipeus aus Tschechien. Dann der jetzt immer auf einem anderen Portal steht. Das macht mich tatsächlich zum Fan, weil er hat natürlich in den Interviews immer wieder ganz schön spicy geantwortet, hat sich angelegt mit den Spaniern, hat dann auch nochmal gegen Dark Hydra geschossen. Also man kann sagen, er ist auf jeden Fall polarisierend vielleicht, aber er hat gestern explizit gesagt, die Leute hier im Level sind alle nett. Ja. Insofern bin ich auf jeden Fall so ein bisschen auf seiner Seite und zusätzlich, wie gesagt, die Sache mit dem Portal. Du bist ein bisschen auf der Seite. Ich bin sehr auf seiner Seite. Ja, aber die Sache mit dem Portal, der ist halt für mich jetzt entschieden. Okay, verstehe ich. Ich bin... großer Fan dieses Overlays. Ja, aber es ist ein völlig weirder Moment dafür, ne? Wir sind zu früh. Es ist einfach nur mal so. Sie wollen einfach viel nur mal zeigen, sie können das. Aber ich finde auch das schön, weil dadurch sieht man ja tatsächlich jetzt mal, wer welche Start-Units aus dem Orb kriegt. Und da finde ich Ice am interessantesten, weil der hat einen Ione gejobbt bekommen. Das heißt potenziell früher Harz. Du bist so ein Harz, die Suchti, das ist unerträglich. Also quasi Ice ist jetzt im Winning-Spot. Okay, ich möchte noch... Aber als ob das nicht dein Gedanke ist. Die Leute hier vorstellen, okay? Über welchen Spielkost würdest du dich denn freuen? Urgott. Ja. Da bist du aber wirklich übel reingerannt. Ja, der war ein bisschen chill. Okay, komm, du wolltest Leute vorstellen. Ja, also ich finde es halt nochmal schön zusammenzufassen. Wir haben 3 chinesische Vertreter von 6 insgesamt. Die sind hier mit dabei und die sind so sehr unterschiedlich. Finde ich total spannend, weil der gute Sake natürlich bei den letzten Worlds schon so erfolgreich war. Das ist der 4. geworden. Das heißt, der kann hier quasi richtig entspannt angreifen. Dann haben wir Ryu und Ice. Ice möchte ich nochmal hervorheben. Den haben wir quasi gestern random immer wieder in den Lobbys gehabt und der hat immer gewonnen. Und da habe ich das Gefühl, der hat auch viel gewonnen. Viele Turniere in China, insbesondere 2023, aber irgendwie die falschen. Also während die anderen 150.000 Dollar schon verdient haben, ist er bei 15.000, 16.000 Dollar. Also, und dabei hat er viel mehr gewonnen. Also ich glaube, der hat eine Rechnung offen mit dem Turniersystem. Der hat eine Rechnung offen und dann weiß er natürlich auch, welche Plätze er hier angreifen muss. Wir sehen jetzt die Augmented Selection, unser europäischer Vertreter oben rechts. Für uns ein bisschen ungünstig. Da muss ich vielleicht nochmal intervenieren, aber Ascension verbirgt sich da ganz rechts. Sonst also ich bin natürlich für Blinked Out, das ist so ein bisschen die Frage. Blinked Out bist du auf falschen Anfall, es wird Spoils of War hier. Ja, das ist eben... Blinked Out haben wir jetzt schon öfter gesehen, die Leute wollen es nicht. Na, als erstes nicht. Das ist halt das Schlimme, du legst dich dann direkt fest, ich bin hier Senna Reroll. Skipeus vielleicht auch noch Yasuo, I don't know, aber man möchte sich eben nicht so stark festlegen, damit die anderen einen auch nicht dann entsprechend so stark grieven können. Ja, ansonsten haben wir Augment-mäßig jetzt hier keine großen Überraschungen. Oh, das war eine Überraschung. Auf der links in der Mitte, Relic hat sich gegen Gambler's Blade als erstes entschieden, hat das weggerollt und dann sich Spoils of War noch höher geratet. Und auch ein chinesischer Vertreter hier mit... das fand ich tatsächlich am überraschendsten, weil natürlich als Draven Main im letzten Set, muss ich sagen, Spoils of War mitzunehmen ist immer die richtige Entscheidung. Aber ich bin voll bei dir, da die Spellweaver mitzunehmen. Das fand ich überraschend. Das ist natürlich genau die Festlegung, über die wir sprachen. Damit spielt man Seraphine. Ja, absolut. Ich glaube, wir haben übrigens eben ganz kurz Salve gesehen. Ah, schön. Also ist er wahrscheinlich noch in der Arena. Und vielleicht schaffen wir es ja, ihn heute auch nochmal hier für ein kurzes Interview ranzuholen. Wir schauen uns natürlich hier immer bestmöglich alles an, gleichzeitig an. Und da allerdings natürlich auch mit dem Blick auf unseren europäischen Vertreter. Und da habe ich gute Neuigkeiten. Da habe ich nämlich einen Senna-Headliner in 2-2. Da hätte er vielleicht Blinked Out mitnehmen sollen. Ja, oder auch nicht. Ja, also er hat natürlich auch einen Guardbreaker gebaut. Das ist sowieso eine recht spannende Variante, würde ich sagen. Ist sicherlich daran orientiert natürlich und interessiert, mit Spoils of War hier viele Fights am Anfang direkt zu gewinnen und letztlich einfach zusätzliche Ressourcen mit zu verdienen. Deswegen natürlich Milala hier sehr unangenehmer Gegner. Und das ist vielleicht so ein bisschen was wir noch ein bisschen beobachten können, die nächsten Runden. Die Amerikaner sind dafür bekannt, ihre Lines extrem hart, präzise durchzuspielen. Und das heißt eben auch Open-Fort-mäßig, also wirklich maximal rein und dann auch maximal perfekte Items. Und da hatte ich bei den NA-Regionals insgesamt so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich nicht optimal genug, das kann man ausnutzen, da kann man sie für bestrafen. Dann bin ich gespannt, ob wir das tatsächlich auch sehen werden. Wir sehen hier Degree oben im Fight. Das ist einer der beiden nordamerikanischen Vertreter hier im Finale. Die generell, muss man sagen, jetzt in TFT Aufwind kriegen werden. Auch nochmal durch das starke Ergebnis hier bei den Worlds. Weil zwischendurch sah es echt so aus, dass sie vielleicht noch einen dritten da reinkriegen mit Weird. Und da reden wir ja dann noch gar nicht über Dishop, der eigentlich einer der, als einer der Favoriten galt.
und am Ende keine Rolle gespielt hat. Fand ich tatsächlich ein ganz nettes Statement, was er am Ende gemacht hat. Also ich habe zufällig gestern auf Twitter gelesen, dass er sowas schrieb wie, er ist ganz zufrieden mit der Performance und so weiter und er ist insbesondere dankbar für die gute Balance in diesem Set, möchte aber sich lieber jetzt auf ein nächstes Set freuen, wo er hoffentlich keine Chosen hat, was offensichtlich eine Mechanik ist, die ihm nicht so... Aber gute Balance meinte er nicht ironisch, sondern ernst? Ja, okay. Und ich bin ja, wie du weißt, voll seiner Meinung. Ja, ja, ich wollte nur sicher gehen, ne? Nicht, dass du da in so eine kleine Trap reinläufst, weil das ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes sein kann. Ice wiederum spielt hier ein Board, mit dem er weiß, dass er nicht gewinnen kann. Die Double-Kaiser-Variante hat aber oft den Vorteil, dass er damit noch Units raussnipen kann. Und ich da persönlich bin natürlich auch immer ein großer Fan von den Any-Starts. Finde ich einfach sehr gut, gerade wenn man die AP Flexline spielt, Annie einfach sehr gut, was diverse Items angeht, Spaghet, Nashor's Tooth, Spear of Sojourn, selbst ein Blue Buff, so, du kannst eigentlich die ganze Bandbreite spielen. Und der Champion Stage 3 tatsächlich immer noch in der Lage zu winstreaken, also finde ich gar nicht so bad. Sehr spannend tatsächlich, finde ich die Annie hier. In dem Fall, also mag auch sein, dass er das Augment gewählt hat, weil er die Annie hatte, aber er hat schon ein bisschen XP gekauft. Also es sah jetzt nicht so aus, als würde er zwingend Annie rerollen wollen. Ja. Und die Items sind natürlich, wie du sagst, sehr flexibel. Man kann dann im Zweifel alles Mögliche spielen. Mit dem Augment allerdings ist er natürlich höchstwahrscheinlich festgelegt auf die Seraphim. Ja, lass uns noch mal kurz die Übersicht hier nutzen. Idealism finde ich ganz spannend auf jeden Fall zu sehen bei Degree, weil das eigentlich schon eine Festlegung ist in eine andere Richtung als das, was wir von den anderen bisher sehen. Findest du? Ich finde tatsächlich, das geht sogar noch. Ne? Also klar, du spielst eher Melee-Carries als Range-Carries. Du bist nicht Kale, du bist nicht Seraphim, du bist nicht, also das ist mein Punkt. Ja, okay, also, du spielst nicht Tukas Riro, was die anderen sich alle erstmal offen halten. Ja. Beziehungsweise, wo, vielleicht muss man das auch so ein bisschen einschränken, wir haben ja auch zweimal, war es Clear meint oder Cluttered meint? Ich habe tatsächlich nicht so genau geguckt. Sehen wir das hier nochmal? Nee. Aber da haben wir auf jeden Fall nochmal Option, eher Level zu pushen. Relic hier mit einem Board, was extrem stark aussieht, hat den 3er Winstreak. Degree wiederum auch auf dem 3er Winstreak. Skypeus auf dem 2er hatte die Senna halt erst in 2-2. Aber das im Board, sie könnte ja mit seiner Senna gerade nicht bezwingen. Also Reddick gerade auch mit dem Stoneplate Slam. Da bist du natürlich dann schon sehr strong im Reddick. Reddick ist übrigens der, der die Storyline hat, bei dem ich am meisten das Gefühl habe, okay, den würde ich die Daumen drücken, wenn ich ansonsten völlig neutral bin. Ja, erzähl's mir. Der hat die League Worlds ja schon mal erreicht. Also ja, völlig absurd, was der für eine E-Sport-Karriere hinter sich hat. Also das ist so ein bisschen das, was wo ich halt das Gefühl habe, okay, alte Leute treffen sich hier gemeinsam bei den TFT-Worlds, finde ich super. Und tatsächlich wurde er zwischendurch eingeladen, das hatte ich dir gestern kurz erzählt, zu einem chinesischen Invitational-Turnier. Und da hat die lateinamerikanische Community so ein bisschen reagiert, warum holt ihr denn diesen alten, abgehalfterten League-Pro und lasst ihn jetzt da bei einem TFT-Turnier mitspielen? Und da hat er die schon die Top 8 erreicht und hat schon gesagt, na okay, also da geht auf jeden Fall was. Und jetzt hat er es tatsächlich geschafft, bei den Worlds in die Top 8 reinzukommen. Und das finde ich einfach eine überragende Geschichte. Ey, ist wirklich schön. Ist vor allem ja dann auch sehr viel, wo ich mir denke, ey, da müssen sich, glaube ich, Leute im Nachhinein entschuldigen, ne? Wenn man da tatsächlich jemandem so gar nichts zutraut und der dann auf einmal diese Performance abliefern kann. Ich möchte hier nochmal auf Skypeus zu sprechen kommen, weil der hat gerade den Fighting 2. Oh, der könnte Skypeus aber nicht gewinnen. Easy gewonnen. Auch weil der Gegner, obwohl er Stoneplate hatte, komplett aufeinander stand. Und dann, gerade dann, das sind ja sehr gut, weil die Headliner-Variante, die macht diesen Puls nochmal einen Ticken größer. Und wenn du damit gut positioniert bist, dann triffst du Gegner. Und da kommt direkt der Nächste, der hier so ultra konsequent in den Loose-Tick-Rang geht. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ice auch nur mit zwei Champions auf dem Board. Ist nicht geil für Skypeus, weil der natürlich dann mit seinem Spoils of War nicht unendlich viel Loot kriegt. Aber wenn er rauskommt mit einer 5er Winstreak, dann ist er auf jeden Fall ganz gut unterwegs. Ja, vor allem darf man hier ja auch nicht vergessen, dass es zwei Leute mit Spoils of War gibt. Also es gibt schon gute Gründe für die Lobby, weniger Units als möglich zu stellen, wenn sie wissen, dass sie eher in Loose-Tick gehen. Muss aber hier sagen, 5 Senners in 2-7 ist schon extrem gut. Also da will man sich nicht beschweren. Es gibt übrigens auch mit 4 Wins, also not bad, not bad. Ist übrigens tatsächlich in dem Zusammenhang blöd, dass er Blinked Out schon gesehen hat. Nicht nur, dass er es nicht gewählt hat und dann die Sender bekommt, das ist natürlich schade, aber er kriegt es halt ja auch nicht nochmal. Und das ist schon das beste Augment, was man für Sender Reroll haben kann. Bist du dir sicher, dass das beim nächsten... Also, ich dachte immer, du kannst während einer Augment-Auswahl nicht Rerollen jetzt nochmal kriegen. Aber du kannst es auch in den nächsten Augments. Ja, deswegen rerolle ich ja immer meine Silber-Augments, damit ich später Recombobulator kriege. Oh mein Gott, okay. Jetzt weiß ich, wenn du Theorie lernst, dann muss es einen dummen Grund haben. Ja, die wichtigen halt. Ja, also das ist ganz schrecklich. Wir können einmal euch Degree vorzeigen. Hoffentlich werde ich da jetzt nicht wieder korrigiert. Ich lese meinen Chat einfach nicht. Nee, das ist eine gute Lösung. Mein Twitch-Chat sagt, okay.
Ja, das Minala, aber ich habe mir Degree extra hier auch auf den Shortcut gelegt, damit ich euch den seiner Einzelsicht immer mal wieder präsentieren darf, weil der einfach so erfolgreich war. Und hier sieht man auch schon, warum die stärkstes Board zu finden, ist eine ganz, ganz große. Und der spielt hier viel Superfans. Damit habe ich in letzter Zeit gar keine guten Erfahrungen gemacht. Ich hätte jetzt auf jeden Fall nah für Amumu gespielt, um eben 5 Superfans zu haben. Aber er sagt, nein, Amumu ist mir hier wichtiger. Und das verstehe ich wirklich gar nicht, aber er scheint recht zu haben. I don't know. Also bei den NA Regionals hatte ich jetzt insbesondere im ersten Spiel das Gefühl, nee, der spielt Quatsch. Und Löscher hat mir recht gegeben, also stimmt es. Aber er hat dann trotzdem noch die Top 4 erreicht. Also vielleicht muss er einfach so eine Runde warm spielen machen. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber wir wechseln einmal wieder in den Mainfield, weil wir da den Fight witzigerweise sehen, wie Milala Eis schlägt. Skipeus wiederum kann ich auch hinspringen, wenn ihr wollt. Hat einen souveränen Sieg geholt. Braucht man aber sich gerade keine Sorgen machen, weil er hat den Echo gehittet und Nico. Also das ist schon eine Menge und jetzt werden wir gleich wieder das Overlay mit jeder Menge Orkmins für euch. Das nehmen wir sehr gerne und schauen uns nochmal genau an, weil es ist ja schon relevant, ob jetzt Degree oder Skipeus ihre Winstreak hier weiter durchdrücken können. Rechts oben sehen wir weiterhin Skipeus. Ah, spannende Auswahl tatsächlich für ihn. Cybernetic Bulk ist generell mit ganz guten Stats gesegnet, aber ist natürlich vor allem auch in True Damage richtig nice, weil man erstens Champions hat, die relativ schnell auseinanderkippen und zweitens verteilt man seine Items eh. Das ist korrekt. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das hier eine Rolle spielt. Combat Caster ansonsten im höheren Edo-Bereich irgendwie auch immer noch ein Ticken beliebter, als ich tatsächlich selbst zugestehen wollen würde. Also tatsächlich, glaube ich, kann er so oder so glücklich sein. Er würde auf jeden Fall etwas Combat-mäßiges nehmen. Aber die Cybernetic Bike-Variante, die du angesprochen hattest, hat ihn überzeugt. Und das ist doch etwas sehr, sehr Gutes. Ja, der bekommt die 6. Senna. Also das geht auf jeden Fall alles in die richtige Richtung. Braucht sicherlich dann möglichst bald einen Tank in der Frontline, der richtig was aushält. Bin tatsächlich gespannt, wenn die beiden jetzt direkt aufeinandertreffen, Skipeus und Degree, dann haben sie ja quasi gegensätzliche Setups. Der eine ganz viel Frontline, der andere quasi gar keine. Aber wir sehen hier diesen Fight von Taro. Lass mal tatsächlich rüber gucken, oder? Ja, aber der Fight ist irgendwie keine Sorge. Sonst wäre ich ja sofort drüben gewesen. Okay, okay. Also er hat es mit Milala zu tun. Möchte natürlich jetzt, wie gesagt, viel rausnehmen, damit er da zusätzliche Drops bekommt aus Spoils of War. Und das sieht auf jeden Fall erstmal ganz vielversprechend aus. Aber der Fight ist tatsächlich ganz schön knapp, denn der Aphelios hätte möglicherweise die beiden Senners da treffen können. Aber am Ende haben die beiden kein Problem. Wunderbar. Das kann ich dir wiedergeben. Das ist gar kein Problem. Und wir wechseln... Oh, nice. Ja, jetzt bin ich auch beruhigt. Jetzt können wir gucken, was du willst. 6 Senners... 3 Echos, boah, das ist schon echt ein Statement. Und wir gucken bei The Grief vorbei. Da kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das hält. Hat er jetzt übrigens mittlerweile Navi und Mumu gespielt? Das beruhigt mich ein bisschen. Ja. Okay. Das beruhigt mich jetzt auch, dass ich mich nicht völlig in die Nesseln gesetzt habe mit der Aussage. Yes, yes, yes. Also ich denke tatsächlich, die Überlegung ist so ein bisschen, er wollte wahrscheinlich die Bank einfach letztlich gut gestalten, hat offensichtlich da Interesse, dann jede Menge Guardians noch mitzunehmen. Ich bin aber tatsächlich gespannt, was das am Ende wird. Also Idealism haben wir immer noch mit dabei, das ist normalerweise so eine Richtung Riven, Yone, Sokram. Man kann aber natürlich alles Mögliche damit spielen letztlich. Und bei Pantheon Amumu auf der Bank hätte ich das Gefühl, sind das tatsächlich am Ende Executioner und da wäre ich auf jeden Fall dann sehr gespannt drauf. Ja, also es sieht aktuell tatsächlich danach da aus und das ist auch gar nicht so uninteressant, weil End of Justice ja den grundsätzlich auch einfach Crit gibt, ne? Die Executioner sind ja Crit-Fanat, also da geht einiges. Und auch übrigens die Country Line funktioniert in generellen auch, ne? Also du kannst Urgot und Samira damit spielen, da hättest du auch Optionen, aber davon ist er hier aktuell relativ weit weg. Hier haben wir übrigens den Riven-Spieler und wenn ich es jemandem zutraue, dann Ice, der hat eine extrem hohe Flexibilität. Oh, und der kriegt jetzt hier direkt die Spatula vor die Flinte und das ist natürlich für die Riven-Komposition richtig nice. Er will sie aber nicht, das finde ich spannend zu sehen. Dann spielt er auch nicht Riven. Lass uns mal, können wir noch mal genau gucken, was Ice jetzt hier so auf dem Board hat. Er spielt aber tatsächlich natürlich Items, die eigentlich ganz gut funktionieren würden auf der Riven. Ich denke aber, es wird am Ende dann einfach Z werden. Glaubst du? Ja, ist gut möglich. Weißt du, was ist tatsächlich? Er hat ganz schön viele Crowddiver auch. Bin sehr gespannt, was er da baut. Also man kann natürlich auch Viego mit den Items gut spielen. Aber ich glaube, so oder so, die Riven ist erstmal nur eine Zwischenlösung. Milala wiederum hat eben jetzt natürlich auch dadurch sein Spatula bekommen. Also hat er die Option. Wir sehen hier gerade Eis im Umbau. Das heißt, die Riven war tatsächlich nur Übergang. Hat er gestern tatsächlich einmal gespielt gehabt? Ist das Kata 3? Wir sind auf 2 Cutters. Oh mein Gott. Oh, das ist ja schrecklich. Jetzt werden wir jetzt wirklich hier Cutter sehen.
Also er rollt zumindest sich die Option zusammen. Er geht auf das ist ja zwei. Unfassbar konsequent, wie er das hier angeht. Aber mal schauen, ob er tatsächlich dabei bleibt. Erstmal sehen wir den Mordekaiser. Der ist natürlich ein sehr starker Headliner, bekommt aber hier direkt Items, die er wahrscheinlich später nicht mehr behalten darf. Und insofern nehme ich an, dass er da nochmal wechselt. Ja, er musste gerade einfach irgendeinen Headliner reinspielen, damit es kein Desaster wird. Aber ja, also Cutter-Items, Head of Justice, Valkyrie und dann gib ihm, I guess. Das finde ich aber einen spannenden Read auf diese Lobbys insgesamt. Katharina wurde zu wenig gespielt. Na, Katar wurde zu viel gespielt. Und wir gucken mal, wie gut das funktioniert. Weil also, natürlich, wenn die anderen die ganze Zeit Kayle rauskaufen, Senna rauskaufen, Seraphine rauskaufen, dann kriegst du halt die Katar for free. Ja. Das hat aber nicht funktioniert, offensichtlich. Nee, gar nicht. Also ich glaube, ich würde dich jetzt gerne flamen, wenn er tatsächlich am Ende eine schwache Performance hat. Aber ich glaube tatsächlich, das Game ist für ihn ziemlich doomed. Einfach weil er so schlecht gehittet hat. Und das sollte wahrscheinlich nicht aussagefähig sein, aussagekräftig sein dafür, wie gut Katar ist. Wir müssen trotzdem mal Skipius vorbeischauen, weil der spielt die Runde seines Lebens hier gerade. Der ist auf 7 Senners. 18ers. Oh. Der cool. War jetzt kalt, ne? Alter, krass. Wir kriegen jetzt einen Lesser Duplicator. Also er hat einen 8er Winstreak. Er hat die Degree im Roll. Und er ist nicht bereit, hier zu rollen. Das ist wirklich krass, was der für Nerven hat. Aber er glaubt halt, sein Echo reicht. Vorne jetzt dieses Duell. Der Echo, der ist natürlich extrem tanky. Stunt dann natürlich jetzt alle weg. Und die Senna kann dann auch hier den Schaden machen. Kann der Mordekaiser daran was ändern? Es sieht nicht danach aus. Na, er kriegt jetzt nochmal eine Ulti durch. Und die Katharina macht natürlich ganz gut Damage. Er wird tatsächlich die ganze Zeit mit Mana versorgt von der Lilia. Das ist nicht richtig optimal gelaufen. Aber die Senna hat den Damage. Stark, stark. Oh, der kriegt sogar noch ein Paket. Und ich dachte schon, der Lesser Duplicator ist da drin. Das wäre frech gewesen. Ja, ist ja schon gewesen. Da muss ich sagen, Publikum auch metamäßig sehr gut dabei, ne? Applaus bei gewonnenen Runden, höre ich gerne, stark. Ja, und da sind wir auf jeden Fall in einer sehr, 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 sehr guten Ausgangslage. Und ich bin gespannt, ob er jetzt hier die sind schneller als wir. Ja, ich glaube, das ist illegal. Illegal. Regie. Ja, also die Zuschauerschaft hier vor Ort hat natürlich die Möglichkeit, direkt auf die Finger zu gucken von Skipeus und die wussten schon eine Sekunde vor uns, dass die Senna 3 wurde. Ja, aber ich habe einen Verdacht, woran das liegt. Und ich weiß noch nicht, ob wir das ändern wollen. Ja, schauen wir mal. Nee, aber auf jeden Fall natürlich überragend. Das ist das Beste, was uns passieren konnte, ne? Items sind ein bisschen fragwürdig, ein bisschen übertrieben viele Bows. Ja, und das sagt man eigentlich ganz selten, ne? Ja, und also Senna kann auf jeden Fall tendenziell auf jeden Fall auch einen Red Buff bauen. Insofern, das zumindest kann man dann unterkriegen. Die Frage ist aber, was machst du mit dem Rest? Ja, ich glaube, das wird genau die Challenge jetzt für ihn sein, das herauszufinden. Ah, tatsächlich gibt es nicht mal den Red Buff für die Senna. Seraphine trägt das natürlich im Zweifel auch. Aber wir gucken mal, vielleicht dann später eine Akali. Da ist aber natürlich die Frage, ob man Akali dann auch tanky genug kriegt, weil natürlich die KDA-Variante wunderbar durch die gegnerische Backline durchfliegen kann. Aber die True Damage Akali, die steht häufig da so ein bisschen hilflos in der Mitte der Karte rum. Ja, es sei denn, man gibt ihr eben Items, macht sie tanky, dann kann sie so ein kleiner Poppy-Vertreter werden. Aber das alles zu seiner Zeit. Jetzt schauen wir uns hier mal so einen Fight an. Es ist das Duell der beiden 100%-Spieler, auch wenn Skipeus nur 94 hat, weil er den allerersten Fight verloren hat. Aber man sieht, it's not even close. Senna's Restar in 4-1 ist nicht zu schlagen. Ja, sehr gute Situation für den guten Skipeus. Lass uns mal kurz nochmal auf das Board von Degree gucken, weil ich finde die Transition, die er da gerade tatsächlich anstrebt, wirklich ganz spannend. Aber wir sehen jetzt sowieso eine Großübersicht, nicht wahr? Ja, also wenn du willst, ja. Ja, komm, gucken wir auf die Großübersicht, dann kriegen wir alles mit. Wir sehen für Skipeus. Ah, okay, da sind noch die alten Augments ausgewählt. Ich war kurz ein bisschen irritiert. Teaming Up könnte man auf jeden Fall hier mitnehmen, aber er entscheidet sich für noch mehr Statsic wahrscheinlich. Oder vielleicht sogar Martyr, jetzt wo er so wenige Heal-Items mit dabei hat. Ja, hat einige Optionen auf jeden Fall, ist aber auch nicht allzu sehr gestresst. Milana wiederum auch ebenfalls unterwegs, hat sich jetzt für Märtyrer entschieden, aufgrund der Argumentation, die du angesprochen hattest. Aber ich sehe nirgendwo jetzt zumindest diesen totalen Durchbruch und Triple Gold Augment kommt dir tatsächlich gerade auch, Skideus eigentlich sogar zugute. Ja, Taro hat auf jeden Fall nochmal zwei Lesser Duplicator mitgenommen, die er direkt bekam, sodass die Seraphine jetzt auch da Level 3 geworden ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, die Hilfe braucht er so ein bisschen. Wir sehen, Taro hat kein Geld mehr, also der schwimmt zumindest eher so auf vielleicht Rang 4, 5 zu, im Gegensatz zu Skipeus, der wirklich sehr, sehr gut getroffen hat und noch viel Geld hat. Ja, hier sehen wir jetzt allerdings das erste fertige HC-Board gegen den fertigen Riven, aber guck dir mal die Riven an, ne? Also die musste gerade wirklich Kilometer laufen, um mitzuspielen. Aber ich glaube, das sollte trotzdem ausreichen, right? Also ganz spannend, finde ich schon auch, weil die Laoi, das ist so ein bisschen so ein Fehler, den ich machen würde, die Tentakel da irgendwie so zu verteilen, dass ich selber nicht mehr durchkomme, hast du völlig recht. Das ist auf jeden Fall nicht optimal gewesen, aber am Ende war Milala da stark genug ohne Probleme. Eis hat tatsächlich die Katharina 3 immer noch nicht getroffen.
Wie gesagt, ich finde den Read finde ich eigentlich gut, zu sagen, Katarina wird zu wenig gespielt, das ziehe ich durch, aber es hat offensichtlich überhaupt nicht geklappt und die beiden Chinesen starten hier denkbar schlecht rein. Scipeus hat einen Fight verloren und das überrascht mich persönlich dann doch. Wogegen kann er gerade verlieren? Suchst du was? Ja, ich gucke, gegen wen er noch spielen kann. Ja, ja. Aber also, wir können nicht gucken, gegen wen er. Ja, Relic, Sarko oder Ice. Gegen einen von ihnen hat er verloren. Aber ist schon ein Stück weit überraschend für mich. Ice wiederum hat verloren, also war es gegen Relic oder Sarko. Einer von beiden war es. Ja, ah. Wir sehen auch, Relic hat tatsächlich Kale 3 getroffen. Ja, und dagegen kann man natürlich immer verlieren. Wobei es ein bisschen frech ist, die Frontline sieht eigentlich nicht so insane aus. Ja, aber das braucht man ja auch gar nicht. Ne? Kale ist ja einfach in sich insane. Und dieser Mordekaiser, muss ich dann doch sagen, wenn man ihn mal so fighten sieht, ne, dann wirkt er jetzt auch nicht gerade schwach. Mordekaiser 1. Das ist krass, ne? Aber Ice tatsächlich mit einem katastrophalen Start. Wir haben 13 von 20 Katas noch im Pool. Aber ich bin ehrlich, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Ja, macht jetzt wahrscheinlich auch tatsächlich keinen großen Unterschied mehr, ob er die jetzt noch zusammenbekommt oder nicht. Sark ist auf jeden Fall noch ganz gut unterwegs mit seiner Seraphine. Nee, warte mal, der kann ja auch nicht Seraphine sein, der ist Lulu geworden. Weil die Seraphine ist ja bei Taro gelandet. Das finde ich aber spannend tatsächlich. Also Taro, der Japaner, hat die Seraphine 3 rausgekauft. Und wie gesagt, ich hätte jetzt den Eindruck gehabt, dass Sake eigentlich mit dem Spellview Augment anzeigt, dass er Seraphine sein wird. Hat aber stattdessen jetzt Lulu und Six auf dem Board. Ja, ich meine, am Ende musst du trotzdem das spielen, was die Lobby und sowas hergeht. Und weswegen diese Augments ja auch weniger beliebt sind. Relic wiederum hat jetzt hier aller Frechheit heraus auch noch einen Spatula bekommen. Das ist ein gewisses Risiko für den Rest der Lobby. Ja, du guckst nur noch nach ganz oben, ne? Ich bin gespannt, was alle so treiben, aber du sagst, Scipeus gewinnt jetzt hier diese erste Runde. Ja, ja, darum geht's. Es geht nur um Win. Also ich habe ein bisschen Mitleid mit dem ehrenhaften Eis, der hier die Cutter mitbringt. Ja, hat Cutter gespielt, so. Da habe ich überhaupt gar kein Mitleid. Also, er hat jetzt Cutter 3 getroffen, das ist auch cool, aber schaut euch den Rest an, Leute, ne? Also, du willst ja normalerweise willst du relativ schnell dann aber trotzdem Level pushen, um den Z da noch reinzukriegen, um diese Items vergeben zu können. Die trägt da jetzt aktuell immer noch in Ione. Ich kann es euch ja sogar zeigen, weil ich habe mir ihn ja. Also das hat auch funktioniert bei The Green. Ja, das aber schauen wir uns jetzt Ice an mit seinen... Ja, da sehen wir doch The Green auf der anderen Seite. Wunderbar. Das wird Ice jetzt nicht im selben Maße sagen. Ja, der Mumu 3 an der Frontline, den wird er nicht so ohne weiteres aus dem Weg räumen können. In der Backline natürlich die Head of Justice verteilt, sowohl für Samira als auch für die Vex, aber die sind beide relativ hart angegangen worden und die Katarina räumt einfach die Backline auf und dann ist der Mumu auch kein Problem mehr. Katarina sieht ganz stark aus, muss ich sagen. Aha. Ja, also da auf jeden Fall ein starkes Ergebnis und wir können jetzt hier nochmal uns diesen Fight anschauen auf der linken Seite, der uns hier geboten wird. Ja, und da ist Ryu wirklich jetzt mit einem Bein im Grabe. Der hat hier die Hardziel-Richtung durchgespielt und hat offenbar große Probleme, sich so richtig zu stabilisieren. Hat, glaube ich, den Zek und den Ezreal getroffen. Der Z fehlt ihm noch und damit auf jeden Fall ein ganz entscheidendes bisschen an Schaden. Wir sehen, hier wurde umgestellt bei Milala. Es ist ja so frech, dass er ein 8-Bit-Emblem bekommen hat mit dem Vigo 2-Star. Krass. Ja, das kann ich sehen, aber ich finde auch sehr lustig, dass er da vorne diese beiden Dummies und dahinter nochmal zwei Tentakel hat, die alle komplett im Weg stehen. Ja, ja, aber das wird er immer in der letzten Sekunde noch verschieben können. Und es sollten ja auch die Jumping-Dummies sein. Also da hat er echt viel Potenzial. Ja, muss man sagen, es ist jetzt sehr ungewöhnlich, dass Scipeus hier mit Senna's Reaster so viele Fights verliert, aber die Boardstärke der anderen ist einfach crazy. Jetzt ist ja auch Ludo 3 fertig und dann bin ich mal gespannt, ob die durch Amumu durchkommt. Problemlos scheinbar. Ja, krass, Amumu ist wirklich hier komplett zerstört worden. Ist natürlich 6 Executioner, muss man zugeben. Also da ist natürlich dann viel an Synergien reingeflossen in die Backline. Aber die Samira macht es tatsächlich. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Da ist auf jeden Fall ein Wechselbad der Gefühle. Und Ryu gewinnt tatsächlich gegen das fertige Reroll Kaleboard. Ja, so fertig. Ich glaube, es war jetzt Morde 2. Ne? Also, ich weiß nicht, ob man das fertig schimpfen darf. Also... Ja, okay. Ich kann nicht sehen, den Einwand. Ja. Um Scipeus mache ich mir tatsächlich nicht so große Sorgen, weil der natürlich einfach weiter eiskalt bleibt und hat 60 Gold hier, wird problemlos natürlich auf Level 8 gehen können. Dann hoffentlich Akali treffen, das muss man sagen, die wird auf jeden Fall relevant sein. Und auch vielleicht Qiyana. Insofern für ihn vielleicht relevant, dass Ryu hier möglichst bald rausfliegt, weil der hat blöderweise die Qiyana geklaut. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass Ryu jetzt über diesen Tomb of Trade hier auch nochmal unangenehm für die Gesamtlobby werden könnte, wenn er sich jetzt hier nochmal stabilisieren kann. Was ist los? Dein Chat fragt, ob das Wechselbad der Gefühle Absicht war. Ich weiß. Und? Was glaubst du? Natürlich war es Absicht. Du hast eben auch eiskalt gesagt und ich habe schon überlegt, ob... Also, ne? Weil, ne? Also man kann viel Spaß haben mit Sprache, sehr gut. Gelegentlich.
Rapid Fire Spatula gibt es hier für Ryu. Und damit wird er doch jetzt zügig sehr viel stärker. Ja. Der muss langsam aufgehalten werden hier. Ja, und wer soll das übernehmen? Es sieht ein bisschen danach aus, als müsste die Greeders höchst selbst machen, aber es ist stattdessen Eis. Und das ist natürlich jetzt das Duell. Beide super low, 7 und 11 HP, das könnte ja das Ende für einen von beiden sein. Und die Cutter rechts, die sieht gefährlich aus. Ja, die Cutter hat auf jeden Fall da ein bisschen Stress, den Eis rauszunehmen, aber den Set rauszunehmen. Aber ich glaube tatsächlich, am Ende ist es zu viel Damage. Der Ezreal da in der Ecke ist noch relativ safe. Die Cutter hält sich aber nochmal gegen, dann wird es tatsächlich nochmal richtig dramatisch. Die kriegt noch einen Cast raus, hält sich nochmal gegen, aber das macht auch der Set auf der anderen Seite mit der Rapid Fire Spatula. Ja, ist das krass. Also war wirklich sehr, 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 sehr close. Da sieht man natürlich, was da alles an Heilung noch reinkommt. Eis überlebt das Ganze, hat jetzt hier noch seine 2 HP und hält sich an diesen fest. Und guck mal, wie eng das da unten ist. 2, 5, 7 HP und oben, da ist man sehr entspannt. Trotzdem muss man sagen, Skipio ist aktuell im Rolldown, deswegen springe ich da mal rüber. Der hat hier jetzt die Ahri getroffen, hat Level 9 gepusht. Der hat nicht kurz gewartet, dass er Level 8 gehen kann, der ist einfach Level 9 gegangen. Na klar. Und hat natürlich mit Spoilzer vor auch jetzt noch die Chance, ein bisschen Geld zusammenzukriegen. Wir sehen die beiden Blitzcranks auf der Bank, die sind leider nicht Level 2 geworden. Er sucht natürlich offensichtlich einfach noch ein bisschen Frontline. Ja. Aber es sieht trotzdem sehr gut aus. Ja, also er muss da trotzdem so ein bisschen schauen, was hier die sinnvollste Ergänzung ist. Ich kann uns da immer rausnehmen, wenn wir die Trades nach unten nehmen, weil es ist Sentinel 2, das heißt, der Blitzcrank würde jetzt nicht so viel Verantwortung übernehmen können. Die Ahri mit Blue Buff und Nashor's Tufe ist natürlich sehr ideal ausgestattet. Wenn er hier noch an den True Damage Emblem über ein Karussell kommt, dann wird es richtig, richtig spannend. Aber auch hier sieht man schon, dieser Echo übernimmt immer noch extrem viel Verantwortung, ist tanky genug, um dann die Zeit rauszuholen, damit die Senna am Ende dann irgendwann nochmal die Kayle hitten darf. Will sie aber nicht, ultet erst alles andere und deswegen gewinnt dann doch Kayle. Frustrierend. Ja, das war ein ärgerlicher Fight, aber ich bin trotzdem immer noch optimistisch. Skipeos auf jeden Fall in einer sehr guten Situation, aber dass Eis sich hier so lange in der Partie halten kann mit einfach nur einer Cutter 3, das ist schon verblüffend zu sehen. Währenddessen sind Ryu und Taro beide rausgedroppt, also tatsächlich am Ende der Seraphin-Diebstahl doch noch bestraft worden. Ja. Also da ist auf jeden Fall so ein bisschen die Frage, ne? Wer war zuerst drauf, wer hatte den besseren Spot, das ist eben am Ende dann auch competitive. Du musst da schauen, was du hast und was der andere hat. Degree auf jeden Fall auch ein bisschen nervig für Skipeos. Der hat natürlich Akali 2 rausgekauft, die wird er auch nicht mehr hergeben und hat natürlich wahnsinnig viele Lebenspunkte. Also das ist für Skipeos auf jeden Fall unangenehm. Sag in der Zwischenzeit Lulu 3. Mal schauen, wie weit die noch trägt. Eis auf der anderen Seite, Cutter 3 und die wird direkt angegangen von der Ahri. Oh, das ist natürlich jetzt mal der Worst Case. Trotzdem, da kommt der CC wieder rein. Cutter kann sich gegenheilen und dann ist selbst eine Lulu kommt nicht in der Lage, Cutter zu besiegen. Das ist eigentlich einer der besseren Matchups. Oder etwa doch. Cutter auf einmal down, man glaubt es nicht. Yone gegen Lulu und der überlebt da noch. Wow. Sake kann es nicht fassen, Eis wiederum auch nicht. Und Sake ist am, also der vibriert aber alles. Crazy, ey. Ja, also tatsächlich verrückter Fight, weil natürlich die Ahri eigentlich genau das richtige Target direkt gefokust hat, aber die Katharina hat einfach die Ahri rausgenommen und dann war es natürlich überhaupt kein Problem mehr. Sehr interessant. Ja, man sieht auch immer diese Crowddiver-Effekte, die helfen einfach, ne? Es sind diese kurzen CC-Momente. Trotzdem die Riven 3, die sieht schon jetzt echt, also vor allem, weil das Board so groß aussieht, aber da sind halt viele Tentakel und Target-Dummies und sonst was dabei. Das sollte man nicht überinterpretieren. Ja, Milala ist auf jeden Fall gefährlich. Auch Relic nicht schlecht. Der hat noch eine Spatula rumliegen. Mal schauen, ob der noch weit genug kommt, um die noch richtig ins Spiel bringen zu können. Du hattest, glaube ich, gesagt, dass er wahrscheinlich Pentakill zusammenbauen könnte. Ja, das hat nicht geklappt. Vor 100 Runden mal gesagt. Ja, genau. Und der hat offensichtlich mit dem Amboss da leider sich nicht versorgen können. Das ist natürlich eher bitter. Währenddessen haben wir jetzt hier bei Degree endlich Vex 3. Der spinnt wohl, die Qiyana hier rauszukaufen. Ja. Absolute Frechheit. Das ist leider sehr, sehr richtig, was er macht. Und Skepeus mittlerweile auf dem 5er Loose-Streak. Das macht er natürlich nervös. Wir wollen jetzt trotzdem unten uns den nächsten Fight von Ice anschauen. Und der trifft auch auf Skepeus. Das heißt, da haben wir zwei im einen, wenn man so will. Auf der rechten Seite oben sehen wir nämlich Skepeus. Und der hört gegen Cutter auch Schwierigkeiten haben. Ja, tatsächlich steht da jetzt die Ahri ein bisschen safer, wird da ein bisschen mehr Zeit haben, sich zu wehren. Jetzt geht es tatsächlich auf die Cutter drauf, die Senna versucht da alles, aber die heilt sich gegen ohne Ende. Und wieder hat die Katharina eine Chance, aber ich glaube, diesmal wird sie hier rausgenommen werden. Und so ist es tatsächlich auch. Eis droppt raus, Sark hat ebenfalls ein bisschen Probleme mit seinen Lebenspunkten, aber Eis nimmt erstmal den 6. Platz. Ja, Sark hat ja noch ein HP, ne? Das reicht ja. Ist trotzdem unangenehm, weil auch der hat eine Ahri 2 und auch da hätten wir natürlich die Ahris lieber bei Skepeus, der sich dadurch allerdings tatsächlich wieder, stabilisiert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber endlich mal wieder einen Win geholt hat und natürlich auch levelmäßig sehr weit dabei ist. Also da geht echt noch einiges. Wenn man das jetzt nochmal so sieht, ne? 160 Gold hat der in Level-Ups gesteckt. Also es ist schon wirklich frech, wie teuer Level 9 ist. Das kaufe ich nie wieder.
Ich spiele immer jetzt Twisted Fate 3. Ein großer Fehler ist, ja. Okay, Scipeus hat natürlich viel Geld durch Spoils of War und er trifft auf seinen Mitspieler, der auch Spoils of War hat, Relic. Schauen wir mal, ob das die Kay wieder rumreißen kann. Ja, das ist genau die Frage. Ne? Da hängt viel davon ab, was mit dieser Mordekaiser macht. Der ist ziemlich mittig platziert und der wird jetzt hier von der Ari endlich mal angegangen. Damit ist er natürlich sofort down, weil der Single-Target-Damage zu hoch ist. Dann kommt der CC hier von Lulu sogar noch in die Backline rein. Jetzt ist es am Ende nur noch eine Kayle und das sollte doch wohl machbar sein. Ganz stark. Ja, und Relic ist damit tatsächlich rausgeflogen. Sehr frustig für ihn, dieses erste Spiel, weil wie gesagt, die K3 war gut getroffen worden, dann hat er diese Spatula noch, aber er kriegt es eben am Ende leider nicht hin, die Pentakill-Spatula zu bauen. Damit also tatsächlich am Ende Doppel-NA und Europa in der Top 3. Junge, Junge, Junge. Also was für ein Start für uns hier auch tatsächlich vor Ort. Wir haben genau ein Europäer ins Finale gebracht und er ist sofort in der Top 3 und fightet da um alles. Aber die Gegnerboards strong, ne? Also 6-8-Bit, wir haben eben gesehen, Riven hat eine ganz katastrophale Average Placement, aber hatte trotzdem 27% Winrate. Einfach weil, wenn du dieses 8-Bit-Emblem bekommst, dann wird es nochmal deutlich stärker. Ja, Milala könnte natürlich theoretisch diese ganze Stage noch überleben und dann vielleicht auch noch auf den Cashout kommen, aber ich glaube, darauf wird es nicht mehr ankommen. Denn wenn er stärker genug ist als Degree, dann würde er natürlich nur die nächste Stage überlegen und dann würde er wahrscheinlich eh gewinnen. Scipeus ist die Frage, ob er dagegen halten kann. Der hat natürlich leider nicht mehr so viele Lebenspunkte. Der hat nicht so viele Lebenspunkte. Wir schauen uns mal an, was er uns hier zusammengezimmert hat noch. Da kam noch ein Six dazu. Six Luder, also nochmal mehr Mana. Die Ari ist wirklich Oberkante, Unterkante equipped. Und da ist tatsächlich ja auch die Qiyana mittlerweile, aber wir springen hier einmal rüber, weil ich ganz gerne, ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir den Doppelfight sehen, sehen wir nicht, aber wir sehen oben Scipeus und der muss fighten. Ja, und ich glaube, der Fight könnte eigentlich ganz gut laufen. Wir sehen es hier, Vex 3, Samira 3. Das ist eigentlich keine Komposition, die momentan viele Spiele gewinnt, aber kommt natürlich am Ende darauf an, ob die Frontline hält. Und Amumu 3 hat lange gehalten und dann ist es Senna im Duell mit Seraphine. Und das ist ein knapper Fight, aber ich glaube, das kann die Seraphine, die Samira natürlich, am Ende gewinnen. Ja, sehr, sehr close. Also da war zwischendurch tatsächlich wieder ein bisschen Hoffnung drin, weil Ari einfach die Vex rausgesniped hat. Das war akromäßig auf jeden Fall ein krasser 50-50, den wir uns gerne mitgenommen haben. Und hier ist es jetzt der 6-2, der fertig geworden ist bei Scipeus. Das ist natürlich fantastisch. Das ist nochmal ein dickes Upgrade. Ja, fand ich tatsächlich spannend zu sehen, auch das Positioning von Degree. Das ist jetzt am Ende natürlich ganz entscheidend. Da stand extra der Amumu nicht am Anfang vorne, sondern der Pantheon. Der hat erstmal den ganzen Schaden von der Ari, aber auch von der Senna getankt. Und Amumu konnte danach noch ganz schön lange gegenhalten. Jetzt natürlich ein anderer Gegner für Degree. Ja, jetzt ist es also die Riven. Die Riven. Und das ist jetzt natürlich auch im Cross-Map entscheiden, aber das sollte doch... Ist das ein Ghostfight oder bin ich stupid? Ah, nee, ist kein Ghostfight. Ja, und da sehen wir natürlich die Vex unten im Duell gegen die Riven. Hat sie diesen CC nicht? Keine Chance tatsächlich. Degree verliert den Fight. Scipeus wiederum hat seinen allerdings auch verloren und ist tatsächlich auch rausgeflogen. Ärgerlich, dass es hier nicht eingefangen wurde. Ich dachte, den Ghostfight sollte er sicher gewinnen. Ja, ja, muss man glaube ich, erlauben, dass man, dass alle dachten, dass er den Ghostfight gewinnen würde. Ja, und damit ist Scipeus leider raus und tatsächlich NA gegen NA in der ersten Runde. Boah. Unangenehm. Nordamerikanische Dominanz, trotzdem aus europäischer Sicht ein guter Start, um mit einem Platz 3 ins Turnier zu starten. Ne? Da haben wir nichts gegen. Sehr spannend, finde ich. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, wird 3-Kost-Reroll zu viel gespielt oder nicht, oder zu wenig gespielt oder nicht. Und da sehen wir tatsächlich sehr konsequent, sowohl bei Milala als auch Degree, sehr konsequent die 3-Kost-Reroll-Komposition durchgezogen. Bei Degree wirklich auch aus einer ganz komischen anderen Situation, eigentlich mit dem Kennen, der dann irgendwie sich in Amumu und Vex verwandelt hat. Ja, hat aber auf jeden Fall solid gemacht, aber hier sieht man jetzt die Limits dieser Comp. Da muss man auch sagen, dieser Vex-CC, der Amumu-CC, das ist Riven egal, weil Riven hat eine QSS. Also ich glaube, für Degree wird es unglaublich schwer, hier noch eine Lösung zu finden. Hat allerdings noch 50 Gold, also da ist noch was drin. Und wir haben natürlich auch immer noch die Frage, was kommt in diesem Karussell als Bonus? Ich fand auch stark, was er da bis jetzt aus dem Positioning rausgeholt hat. Also Degree, das wäre auf jeden Fall das Erste, was mir richtig auffällt bei ihm, dass das Positioning sehr, sehr clean ist. Okay, Junge. Ja, schauen wir mal, ne? Was ist deine Vermutung? Also wie gesagt, Positioning, da geht es wirklich um ganz viele Details. Zum Beispiel, ob diese Dummies hinten in der Backline auf der Samira und auf der Vex landen oder ob die ihren Damage direkt durchfahren dürfen. Also da muss er sich so ein bisschen entscheiden, wo stellt er den Twitch hin, wo stellt er den Kartus hin. Bin ich sehr gespannt, ob er das gut hinkriegt. Und du hast auch angesprochen, er hat natürlich viel Geld, wird also wahrscheinlich sich die Zeit nehmen, dann möglicherweise noch auf Level 9 zu gehen. Aber ich glaube, Milala kriegt dann vielleicht sogar den Cash-Aus noch durch. Hier wurde auf jeden Fall ordentlich reingerollt, gerade von Degree für diesen Kartus. Also es waren schon nochmal 40 Gold, die da reinflossen. Und das könnte jetzt hier so ein bisschen die Vorentscheidung sein, weil wenn Milala hier jetzt wieder gewinnt, dann hat Degree nicht mehr viele Optionen. Ja, Vex wurde direkt gestunt in der Backline. Das hat also diesmal nicht gut geklappt. Der Viego wird aber direkt rausgenommen mit der 8-Bit-Spatula. Und dann ist die Frage, geht da genug? Ich glaube tatsächlich, ist das machbar, oder?
es ist einfach not even close. So. Das ist not even close, aber die Rim war doch auch tot. Ja, aber es ist einfach wurscht. Du hast einfach hinten so viele Carries. Ja, aber wieso? Dieser 8-Bits macht allerdings doch eigentlich Viego und Riven. Und die waren beide sofort tot. Guck mal, Caitlyn hat auch teuer Items. Ja, okay. Der ist halt illegal, ne? Aber du kannst. Also er hat vor allem halt auch noch Lucian und Miss Fortune natürlich. Ja, ja. Also das, der Spawn, das ist auch generell eine der weirderen Dinge, die hier sehr gut gelöst werden über die Crash-Test-Dummies, ne? Du spielst im Endeffekt, spielt ja nur Mordor und Garen als klassische Tanks. Und er darf das, weil er diese eine Sekunde eben vorweg kriegt und damit bessere Optionen hat. Positioning muss man fairerweise sagen, also hier mit dem Positioning wird Vex, glaube ich, immer gestunt, weil du ja zwei Slots, die einfach sehr attraktiv sind. Ja, würde ich auch so sehen. Also da hatte ich jetzt auch das Gefühl, da hat die Gree jetzt vielleicht eher gepennt. Die Vex direkt gestunt zu haben, scheint auf jeden Fall nicht optimal zu sein. Er hat aber wahrscheinlich, ehrlich gesagt, auch einfach nicht eine Chance mehr. Ja, krass, Milana mit dem ersten Win. Damit starten wir in das Finale hinein. Ja, der dominante Spieler dieses Sets, wenn man es so tatsächlich benennen will, extremst gute Performance. Ja, gut, dass die Amis noch schlafen, weil sonst könnten wir uns auf Twitter jetzt wirklich auf jeden Fall jede Menge durchlesen zu dem absoluten Super-Champion von Set 10. Das ist wirklich krass. Wir hätten fast sogar noch den Payout bekommen, also den Jackpot, der wäre auf jeden Fall auch noch drin gewesen. Also da war noch was an Power hinter. Aber krass, 2 3-Cost-Reroll-Coms tatsächlich hier so dominant unterwegs gewesen. Tatsächlich muss ich sagen, für Scapier ist fast ein bisschen unangenehm, dass die 3-Cost beide gehittet haben, weil ich glaube, mit Senna, mit dem Rolls, war eine High-Roll-Runde, hätte ich ihn gerne in der Top 2 gesehen, hat nicht ganz gereicht, trotzdem ein guter Start. Wir spielen Checkmate, 20 Punkte und danach gibt es dann tatsächlich alles Weitere. Das heißt, da sind wir natürlich unterwegs. Wir haben übrigens auch hier freudig zur Kenntnis genommen, dass hier viel applaudiert wird. Wir werden das Ganze jetzt zünken und geben eine ganz kurze Pause ab, damit wir gleich wieder für euch da sind.